Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft II Replay Cast 886. Beim nächsten Match aus der Gruppe B ist ein ZVZ. Und wir haben hier einmal den Zerg in Rot. Das ist Elaser. Den wir im letzten Cast gegen den Terraner, gegen Innovation hatten. Und auf der anderen Seite der Zerg in Blau. Der ist auch jemand, den wir schon gelegentlich hier hatten. Es ist Zenster. Damit europäisches ZVZ. Und Europa ist ja gerade die Region, in der Zerg am absolut krassesten ist. Eben mit den ganzen starken Zergs, angeführt von Zerel. Da hat Europa sehr, sehr viel zu bieten. Und damit Parasite das erste Map zwischen den beiden. Wir haben die Overlords natürlich unterwegs und wir sehen gespiegelte Openings. Mit erstmal Hedge First und dann Gas und Pool. Das heißt, keiner der beiden hier mit der frühen Aggression, sondern beide spielen das erstmal ganz ruhig auf eine zweite Basis, aber mal sehen, wann denn die ersten Linge rübergeschickt werden. Vermutlich wird es erstmal nur Scouting-Linge geben bei beiden Spielern. Die ersten 4 bis 6 Linge, je nachdem wie viel man machen möchte. Natürlich, die Overlords decken auch ein gutes Stück an Scouting ab, aber haben natürlich das Problem, dass wenn die Queens mal da sind, kann man versuchen, einen Overlord zu snipen, was das Supply-Verhältnis stören würde im frühen Spielverlauf und dann ein sehr, sehr ärgerlicher Verlust ist. Das heißt, man möchte mit den Overlords eigentlich nicht zu krass reingehen in die Basis des Gegners, weil es es nicht wert ist, den Overlord früh zu verlieren. Ja, wir haben jetzt hier die Hedges durch, natürlich Doppel-Queens. Und bis jetzt ist hier alles ein sehr entspanntes Match. Kann man nicht sagen, nicht viel passiert. Und wir haben jetzt den ersten Unterschied, nämlich eine sehr, sehr schnelle Evolution Chamber hier bei Elaser. Wir wissen, bei Sansa geht es direkt ins Speed-Upgrade. Und Elaser hier, er sammelt fleißig weiter Gas, hat hier 3 Worker immer noch drin. Könnte ich hier entweder direkt das Melee-Attacks-Upgrade oder das Carapace-Upgrade mitnehmen, was natürlich einen Link-Krieg für ihn begünstigen würde. Da kommt das Carapace-Upgrade. Das bedeutet natürlich, im Falle eines Link-Baning-Kampfes überleben die Linge den Baning-Hit mit einem einzigen Hitpoint. Und eben im Link-gegen-Link-Kampf nützt das Upgrade auch sehr, sehr viel, denn man hat einfach die Plus-1-Rüstung. Die Linge machen zwar schnell Damage, aber nicht sonderlich viel Schaden. Und man reduziert mit dem Plus-1-Armor quasi 20% des Damage-Outputs der Zerglinge. Das heißt, man lebt viel, viel länger mit den eigenen Lingen. Und wir sehen auch schon, es geht hier auf das Baning-Nest bei Sansa. Versucht das ja auch ein bisschen am Rand zu bauen, damit es nicht direkt gescoutet wird. Man sieht eben, die Overlords fliegen in Position, aber wollen nicht zu weit ran. Und ja, Elaser wird erstmal damit durchkommen. Sein Evolution Chamber wird lang nicht gescoutet werden. Sein Upgrade macht Fortschritte. Er hat jetzt hier auch genügend Gas, um noch das Speed-Upgrade mit hinterher zu werfen, um wirklich einen Link-Kampf hier anzufangen. Und er wird hier das, na, wird er das Baning-Nest scouten? Er ist ganz, ganz knapp dran. Elaser, ich glaube, er hat es gar nicht ganz gesehen. Nein, er ist knapp dran vorbeigelaufen. Er war wirklich Zentimeter dran, aber hat es nicht gesehen. Und momentan, Elaser drownt immer noch. Jetzt kommt das Speed-Upgrade, jetzt kommt das Baning Nest, jetzt sind 16 Drones an der Nudge-Ball. Das heißt, mit 35 Drones hier wird es losgehen. Sansa baut eine dritte Basis, hat natürlich das Baning Nest, geht es auf eine eigene Evo, beziehungsweise Doppel-Evolution-Chamber. Aber er hat natürlich bisher noch keinen Plan, was sein Gegner da treibt. Er sieht zumindest, dass er keine dritte Basis genommen hat. Das ist verdächtig, eben der Gegner noch immer ohne dritte unterwegs. Da fällt jetzt eine Drone hin. Die hat Sansa auch gerade gesehen. Aber die kann die Basis natürlich auch einfach faken oder einfach zur Larvenproduktion nutzen. Das heißt, das muss keine Mining Base sein. Und die Queens haben den Overlord gefunden und der wird jetzt hier entsprechend gejagt. Ja, Sansa momentan drownt er noch. Das kann gefährlich werden. Overlord hier, er wird Stück für Stück runtergeschossen. Er wird das mutlich nicht überleben. Oder die Queens haben gerade kurz geblockt, aber es reicht trotzdem locker mit dem Schaden. Und ja, jetzt ein Linge drin tatsächlich. Sansa findet nochmal den Scout, indem er seine eigene Linge in die Mainbase reinkriegt. Sieht jetzt auch die Evo. Er hat die ganze Linge von Elaser gesehen. Das heißt, er weiß Bescheid. Sofort werden die Baning gemorpht. Und sofort kommt ein eigenes Carapace-Upgrade. Problem ist natürlich, die Upgrades von Elaser sind, also das Carapace ist schon durch, das Speed-Upgrade braucht nicht mehr lange. Der Attack von Elaser geht jetzt hier los. Er hat selber auch noch ein Baning-Nest mitgestellt, kann also selber Baning geworfen. Hat nochmal einiges an Gas auf der Bank und geht jetzt tatsächlich schon direkt in den Roachhorn, wenn dessen seine Linge noch nicht mal drüben sind. Also er will hier direkt nachlegen und auf Roaches umstellen, währenddessen Verteidigung von Sansa mobilisiert. Er hat 2 Drones mehr, er hat die Baninge, aber eben kein Carapace-Upgrade. Und es kommt Missile-Attacks hinterher hier für Elaser. Ja, sieht jetzt hier auch die Verteidigung, die aufgebaut ist. Und ist die Frage, entscheidet er sich überhaupt hier drauf zu gehen, jetzt wo er die Verteidigung schon gesehen hat? Kann versuchen, mal auf die dritte in Rumble zu starten. Denn die ist momentan noch angreifbar. Jetzt hat hier Elaser sein eigenes Speed-Upgrade, aber ja, ist trotzdem gefährlich gegen einen defensiven Zerg. Da können immer wieder mal schnellere Reinforcements rankommen. Zudem sind die Baninge hier, die immer noch ein Problem sein können. Das ist jetzt der Versuch, den Baning Rumble. Und die Baninge hätten beinahe einen guten Connect landen können auf die ganzen Linge. Jetzt geht hier, das Linge geht schon los. Die Queen wird surrounded, aber leider nicht gefinished. Die überlebt gerade so. Nein, der Baning wird sie finishen tatsächlich.
läuft nochmal von der Seite rein, killt hier die Queen. Aber das ist jetzt nicht sonderlich viel Schaden, den die Laser gemacht hat. Er hat weniger verloren als Sansta, aber Sansta, er hatte bisher auch economy-technisch keinen allzu schlechten Zustand. Also kann da gut kompensieren. Geht jetzt hier auf den Leertag. Und er geht auf 1-1 für Linge. Also tatsächlich hat noch nicht die Roaches inzwischen auf dem Schirm. Jetzt sieht er die ersten Roaches, jetzt weiß er Bescheid. Ist die Frage, können seine Linge überhaupt dagegen bestehen? Er wird 1-1 Zöglinge haben. Problem ist, die Roaches werden auch 1-1 sein. Das heißt, die Linge machen nicht so viel Schaden an den ganzen Roaches. Die tanken einfach sehr viel weg. Leertag ist inzwischen da. Die Laser drückt immer eine Drone-Runde hinterher. Also es wird hier noch nicht als All-In gespielt, sondern es wird weiter hier dann gebaut mit weiterer Economy und natürlich auch dann weiterem Tech. Also das zweite Set an Upgrades wird vermutlich noch mit dazukommen irgendwann. Und Roach Speed könnte bald noch mit eintreffen hier bei Elaser. Wenn das dann versucht jetzt hier mit einem Rumbai und einem Lingen hier mehr Damage zu machen. Aber findet nicht wirklich viel. Die Defense von Sansta ist da. Wobei der Link-Fight läuft nicht so gut wie ein Upgrade-Nachteil. Ist halt immer noch ein Problem. Jetzt hat sich das Upgrade zumindest ausgeglichen. Und gleich hat er dann den Upgrade-Vorteil. Trotzdem ein paar Drones gehen down. Wenn das hier die Roaches unterwegs, die Linge jagen die restlichen Linge von Elaser. Und die Roaches jetzt hier sind alleine. Ohne Support und das ist ein bisschen gefährlich für die Roaches. Wenn sie surrounded werden, sind sie trotzdem killbar. Also da sollte Sansa nicht allzu viele Probleme haben. Aber er entscheidet sich hier lieber für den Run-By, will hier lieber in die Economy seines Gegners kommen. Wir haben gerade 61 zu 51 Worker. Also da ist momentan Sansa ein ganzes Stück hinten. Jetzt versucht er den Konterschaden zu machen. Kann hier die Queen surrounden, die wird ziemlich schnell fallen. Aber es sind Roaches hier. Die Frage ist, wie viele Drones wird es hier noch geben? Momentan ist ein einziger Drone gestorben. Die Linge versuchen einfach noch irgendwie Schaden zu finden. Aber hatten bisher nicht allzu viel Erfolg. Jetzt nochmal vielleicht zwei, drei Drones. Aber es wird nur eine einzige mitgenommen. Die Elaser Roaches hier defenden alles. Aber Sans in dieser Zeit geht auf den Spire und Static Defense. Er will hier auf den Mut-Attack, also quasi den Hard-Counter gegen die Roaches. Braucht aber dafür noch ein bisschen mehr Zeit, wenn das eben Elaser pumpt. Fröhlich Army Supply mit Roaches und Ravagern. Immense Round auf die vierte Basis gelingt hier Sansa. Die Basis wird da nicht durchkommen. Ja, wird gecancelt auch im letzten Augenblick. Gut reagiert hier von Elaser, wenn das nicht drüben. Ling Run-By wird abgefangen von den Roaches und den Queens. Die Roaches hier, wie man sieht, eben wurden surrounded. Und die einzelnen Linge kämpfen sich so durch und kriegen auch die ganzen Roaches tot. Währenddessen hier die Roaches sind unterwegs, wollen hier einen Attack starten, aber eben die Static Defense wurde aufgebaut. Eben dafür sind die Spinecrawler gebaut worden, um eben diesen Attack zu vereiteln. Währenddessen die Linge mit dem Counterattack immer noch unterwegs, da geht nochmal schon Zeus mit raus. Die Roaches sind hier angeschlagen. Es wird hier defended werden auf lange Zeit von Elaser, aber er verliert doch einige Roaches und wird dann natürlich in seinem Push ein bisschen behindert. Währenddessen hier die Linge wollen jetzt den Surround und wollen natürlich, dass die Baning am liebsten in die ganze Roach-Masse reincrushen. Gute Connects wären hier schön, aber nein, die kriegt momentan Sansa nicht, aber er hat genügend Zeit gekauft, um Mutas rauszukriegen. Die ersten Mutas sind hier da, das heißt Sansa will jetzt einfach mit den Mutas engagieren, weil die sowieso nicht gekontert werden können. Es ist einfach nur noch der Sinn der Sache, dass die Roaches hier nicht wegkommen. Surround war auch da, aber reicht halt nicht. Der Damage ist noch nicht genug, die Mutas sind noch nicht zahlreich genug. Die Laser läuft jetzt einfach hoch, will jetzt hier irgendwie durchbrechen. Die Spinecrawler geben hier alles, die Mutas mühen sich ab. Weitere Linge kommen dazu, die Roaches versuchen jetzt hier reinzukiten, um nochmal irgendwie an Drones zu kommen. Drones werden gezogen von der Netchworld, die Mutas hier schießen unermüdlich hier von oben auf die Roaches runter. Die sind auch stellenweise megamäßig low, aber da geht gleich die nächste Queen down. Wenn das ein Reinforcement kommt, rübergeströmt, auch von den Laser. Er versucht jetzt einfach alles zu zerstören von Sansa, solange ich eben die Roaches noch am Leben hat. Die werden Stück für Stück rausgenommen von der Mutas. Die Frage, nimmt die Sansa zu viel Damage? Es sieht sehr danach aus, denn sein Drone-Count ist gerade runtergefallen auf 25. Wenn das nächsten Roaches gehen, rein an die dritte Basis, da wird es auch noch tote Worker geben. Sie müssen hier fliehen. Die Mutas clearen zwar Stück für Stück die Roaches, die Laser aber trotzdem hat bereits genügend Schaden gemacht. Man sieht, er jagt einfach die ganzen Drones, ist ihm vollkommen egal. Er hat die Roaches, er hat die Masse. Und Sans, der ist runter auf 45 Supply, hat noch 14 Drones. Er hat jetzt einen Riesenball an Mutas, aber der kann ihm so das Spiel momentan auch nicht gewinnen. Und es ist Sans hier schon so weit zurückgefallen, versucht noch irgendwie seine Drones zu safen. Man sieht, die Mutas mühen sich damit ab, durch die ganzen Roaches durchzukommen. Die Mutas natürlich auch ohne Attack-Upgrade, die Roaches haben plus 1 Armor halten, also damit noch ein bisschen mehr aus. Die Mutas machen dann einfach nicht ganz so viel Damage und ja, die Roaches hier einfach rennen fröhlich durch die Gegend, machen Schaden überall. Die dritte Basis geht hier down, die vierte Basis wird das nächste ziehen, da rennen auch schon ein paar Roaches hin. Wenn das in der Mainbase geht, ist auch noch zur Sache und Sansa sieht einen, er kann das einfach nicht defenden. Zudem ist jetzt eigentlich noch Tunneling Claws auf den Roaches, man sieht die Stacheln und Burrow wäre auch noch mit dazu gekommen. Also die Laser hätte jetzt einfach nur konstant Druck gemacht mit seinen Roaches, weil die Mutas kommen einfach nicht schnell genug hinterher, alles zu defenden. Und somit ist es hier das 1-0 für Laser und wir gehen in Map Nummer 2. Weiter geht's hier auf Blue Shift. Wir hatten die gleichen Openings mit Hatch, Gas, Pool. Wir sehen Speed Upgrade, Doppel Queen bei beiden Spielern. Also wir bleiben hier erstmal im Mirror Matchup, komplett im Mirror DBOs. Overlords sind am Scouten. Und ich habe gerade nachgesehen, Sansa. Zuletzt hatten wir ihn Replaycast 843. Also schon ein bisschen länger her. Das war ja Mitte Oktober.
als wir das letzte Sandstorm-Match hatten, da auch ein ZVZ gegen Lambo. Generell hatten wir Sandstorm ZVZ, einmal gegen Cem und einmal gegen Lambo. Das war in der WCS Montreal. Also danach, ja, nimmt es steil ab, die Zahl mit den Sandstorm-Casts. Die Laser, ja, hatten wir eben ein Video davor, also noch nicht lange her. Aber beide waren schon öfters mal auf jeden Fall auf dem Kanal vertreten. Ich schaue gerade mal, das erste Sandstorm-Match war Replaycast 274. Das war Dezember 2015. Damals noch, was das schon? Das war schon Legacy of, stimmt, das war noch recht frisch Legacy of the Void. Genau, genau. Da war Legacy of the Void einen Monat draußen, 2015. Und da TVZ gegen Happy, da hat Happy noch gespielt. Happy spielt inzwischen auch nicht mehr. Happy sieht man noch in Warcraft 3. Aber in StarCraft ist er nicht mehr unterwegs. Das war auch ein komplettes Best of 3, sehe ich gerade. Das waren drei verschiedene Replay-Casts für ein Best of 3. Ha. Inzwischen habe ich das auch geändert. Inzwischen gibt es die ganze Serie komplett hier. Wir sind hier ein bisschen Link-Baning-geplänkelt. Der Baning soll hier gefokust werden. Und er kriegt einen richtig schönen Connect tatsächlich. Die Lasers erste Linie erreichen überhaupt nicht viel. Er versucht, hier Druck zu machen auf die dritte Basis von Sandstorm. Die Defense ist da, die Baning ist auch da. Es gibt bei Laser hinterher einen Roach Warren, aber er kann ja einfach nicht den Schaden machen, den er gebraucht hätte. Zumal er eben auch einen richtig dicken Baning gefressen hat. Man sieht, sie ist 6 Linge verloren und es ist bei Sansters Seite ein Baning draufgegangen. Also das war es bisher nicht wert für Laser. Die Defense von Sansters hält gut stand und es sind immer noch Baning hier mit drin. Das heißt, Laser kann ja einfach keine guten Fights nehmen. Er hat nicht die Zeit, um gute Fights zu nehmen, weil die Baning dahinter warten. Und sobald ihr ein Baning mit reincrasht, wird das einfach nicht gut. Man hat hier Laser gerade den Overlord gesniped. Aber auch er selber könnte hier einen Overlord gleich verlieren. Und jetzt sieht die Queen spuckt da fleißig drauf. Und wir haben jetzt hier einfach bitte die Lingmasse hin und her. Problem ist immer noch Baninge. Jetzt laufen eigentlich Roaches mit dazu. Laser macht hier mehr und mehr Druck. Sansa geht auf den eigenen Roach One. Er hat mehr Work immer noch. Und jetzt kriegt er gerade den Supply Block auf Laser. Er hat den Overlord gesniped. Und das ist richtig eklig für Laser. Der wollte eigentlich gerade mehr Roaches bauen und ist erstmal komplett Supply Blocked. Kann also gerade nichts tun. Muss mit diesem Army-Supply kämpfen, das er gerade so hat. Und das gibt eben Sansa wertvolle Zeit, um eigene Roaches rauszukriegen. Ist die Frage, kann die dritte hier am Leben bleiben? Sansa versucht das direkt zu verteidigen, rennt mit den Lingen rein, versucht ein bisschen Schaden auf den Roaches zu machen. Die dritte Basis nimmt eigentlich ordentlich Damage bereits, hat nur noch 600 Hitpoints. Man sieht, wie schnell das Fee fällt mit dem Links-Around und den Roaches. Roaches versuchen, die Queen zu snipen. Linge kommen nochmal dazu. Die Hatch wird hier vermutlich fallen. Aber dann kommen da Brütlinge raus, mit denen man eventuell den Fight nehmen kann. Ja, die Brütlinge sind jetzt hier da. Und da gehen die Linge, die Queens und die Roaches von Sansa auch mit drauf. Wollen jetzt hier einfach diese Army klären. Dann wird mal der Ravager Kukon gefokust, aber es sind nicht mehr so viele Roaches hier bei Elias übrig, aber Ling Reinforcement kommt auf beiden Seiten. Kann hier Sansa standhalten, ist die Frage. Es sieht momentan nicht so gut aus, aber er kriegt so Stück für Stück auch die Hitpoints der Roaches von Elias runter. Da geht nochmal ein wichtiger Transus mit raus, der die Roaches ein bisschen länger am Leben hält. Ling Reinforcement strömt nochmal rein. Sansa hat natürlich das bisschen schnellere Reinforcement. Er hat immer noch mehr Worker, aber er muss halt aufpassen, dass seine Einheiten nicht surrounded werden. Da ist nochmal das Ling Reinforcement hier. Elias wollte dazwischen rennen, kriegt hier auch zumindest mal die Roach. Die Queen ist jetzt hier auch so low, dass sie einfach gesniped wird. Aber es reicht nicht ganz, wie es aussieht. Das Reinforcement hier von Elaser ist nicht genug und Sansa kann hier den Fight gewinnen, kann hier die letzten Roaches rausnehmen und defendet damit. Er überlebt das, verliert allerdings natürlich seine dritte Hatch, die Elaser jetzt hier hat, aber Elaser will einfach nachsetzen. Er pumpt weiter Army Supply hier. Natürlich auch kein Overlord mehr unterwegs von Sansa hier momentan. Das heißt, er sieht nicht, was von Elaser rüberkommt. Er weiß nicht, ob er jetzt gedroned hat oder ob er Army baut. Jetzt sieht er hier, dass weitere Army gepumpt wurde. Und da muss Sansa natürlich darauf reagieren. Der versucht jetzt hier auch, oder wollte seine dritte Basis wieder neu nehmen, aber er mag, da kommt immer noch ein Attack, da ist noch keine Transition da von Elaser. Das heißt, ich muss erstmal vorsichtig spielen, lieber auf mehr Defense. Man sieht es, mehr Roaches, Baninge kommen wir dazu. Und es wird ein Leertag angedrückt. Natürlich, höhere Attack kann wichtig werden, aber man muss erstmal den nächsten Attack wieder überleben. Baninge sollten da sein für die Linge, damit da kein Surround passiert. Elaser scoutet nochmal, ob da eine dritte Basis kam, aber nein, keine neue dritte Basis da. Es ist ein Ravager mit dabei. Und mal sehen, Elaser, ja, er entscheidet jetzt hier, er drückt gleich mal ein paar Drones an. Denn er wird da vermutlich nicht einfach so durchkommen durch die Verteidigung an der Natural. Wäre es hingegen jetzt noch auf eine dritte Basis gegangen, dann wäre vermutlich ein Angriffswinkel da gewesen, aber mit nur zwei Basen. Elaser will da nicht reinrennen, weil genau weiß, da stehen Baninge. Das sind einige Roaches, da durchzukommen ist ziemlich schwierig. Und das lohnt sich nicht, daher gibt es bei ihm selber eine Transition auf mehr Economy. Man sieht auch, neues Gras wird genommen, mehr Overlords und somit kann jetzt hier Sansa aus seiner eigenen Natural wieder raus und kann dann auch mal versuchen, wieder eine dritte Basis zu nehmen. Denn das sind hier große Lingram bei unterwegs. Können wir später noch eingesetzt werden und Sansa, ja, scoutet die Umgebung ab und er hat jetzt einfach Begleitschutz für seine dritte Basis, damit die hier in Ruhe gebaut werden kann. Trotzdem, Elaser, er hat noch nicht so viele Drones gebaut. Er ist immer noch im schlechteren Worker-Count als Sansa. Konnte er da noch nicht wirklich aufholen. Sansa ist da bisher
ordentlich greedy unterwegs, aber er kommt eben damit durch. Hat damit die ganze Zeit eigentlich vor allem sehr viel Gas entkommen. Und man sieht's, er will wieder auf den Spire kommen. Will wieder die Mutas rauskriegen. Und jetzt haben wir natürlich richtig feste Gas. Und die Laser hat nicht großartig die Möglichkeit, das zu scouten. Er sieht, dass noch keine dritte gesetzt wurde, dass die jetzt erst genommen wird. Und ja, Elaser baut mehr Roaches aus seiner eigenen Economy, seinen 40 Drones, der Link hier wird geklärt. Und eben der einzige Overlord in der Gegend ist der hier. Elaser hat keine Möglichkeit, das zu scouten. Er müsste den Overseer losschicken, am besten mit Speed Upgrade, aber nichts dergleichen unterwegs, weil Elaser auch noch kein Leertech hat, um den Overseer zu bauen. Das heißt, er ist momentan komplett blind und versucht sich einfach jetzt auf sein Spielgefühl zu verlassen, was Sensti hier vorhat. Baut jetzt hier mehr Drones, baut mehr Roaches, geht auf +1 Missile Attacks. Aber eben Sensti unterwegs mit den eigenen Roaches. Overlords werden hier nochmal ausgesandt. Das, ja, wird sich bald ein bisschen, das wird mal ein bisschen kritisch, weil eben die Overlords dann auf Mutas treffen werden. Währenddessen Ling rennt hier nochmal durch die Gegend, der kriegt zumindest teilweise einen Scout. Die Mainbase sieht er nicht. Und ja, Sensta einfach, er campt jetzt hier. Und spätestens jetzt sollte das Elaser komisch vorkommen, dass Sensta zuerst rauspusht und dann sofort wieder umdreht. Und ja, die gegnerischen Roaches sind bisher nicht so eindrucksvoll, keine Upgrades, nicht wirklich. Und auch so, nicht so viel Roaches wirklich am Start. Da kommt der erste Corrosive Bile ins Leere. Ling Run Bile hier wollte rein in die Natchfalle, aber ein Baning fängt die Großteil der Linge hier ab. Nächster Baning crusht nochmal mit rein. Es sind kaum Linge übrigens. Jetzt sind die Mutas da, währenddessen die Roaches hier müssen fighten. Aber Mutas kommen mit dazu und wie man sieht, die Snow of Attack Move, die gehen gerade auf die Overlords, was nicht unbedingt das beste Ziel ist. Aber ja, Hauptsache die Mutas machen Damage. Jetzt geht es nämlich auf die Roaches und diesmal ist die Roachmasse nicht ganz so krass. Die haben auch kein Carapace Upgrade, das heißt, diese Roaches sind ein bisschen leichter tot zu kriegen, wenn man genügend Mutas hat. Sensen muss jetzt wieder mal verteidigen. Gerade nochmal Baning mit dabei, können die hier vielleicht nochmal guten Splash Damage machen. Erste Baning, ja, der zweite ist ordentlich mit Flash Splash Damage reingegangen. Die Mutas hier versuchen es einfach durch die Roaches durchzuschlagen. Reinforcement kommt auch nochmal dran. Sensen versucht das jetzt einfach zu clearen und er kann das hier auch clearen. Er kann die Roaches dieses Mal loswerden. An der dritten Basis gibt es vielleicht noch ein bisschen Schaden, aber auf jeden Fall nichts, was das Spiel hier beendet. Und somit hat jetzt hier Sensen seine Mutas draußen. Die Laser hat einiges an Einheiten verloren. Man muss jetzt selber sich erstmal um die Defensive kümmern. Man sieht, es sind 8 Spore-Crawler hier im Bau. 8 Drones werden hier verbaut, 9 Drones werden hier verbaut. Und eben die Overlords, die über die Karte geflogen sind, haben eben jetzt das Problem, dass sie easy von den Mutas gesniped werden. Man sieht, Elaser's Supply Cap ging runter auf, ja, gleich unter 100, wenn er nochmal einen Overlord mitnimmt. Hier sind einige Queens inzwischen stationiert. Ja, und jetzt maximal 98 Supply gerade für Elaser. Muss also da wieder aufbauen. Und ja, die Queens haben die Transducers. Es sind genügend Queens da und jetzt auch mit den Spore-Crawlern. Das heißt, die Mutas sollten nicht so viel Schaden hinkriegen. Da ist noch ein Overlord, den man snipen kann, ansonsten hier steht noch einer rum. Aber so viel Schaden sollte mit dem Mutas nicht mehr passieren, weil man eben gerade ständig Schaden nimmt durch die ganzen Spore-Crawler und die Queens sind auch in der Nähe. Aber Sensen nutzt die Zeit eben für eine eigene Transition, Evolution Chamber, Roach Speed. Es kommt trotzdem noch +1 für die Mutas. Und jetzt eben, Elaser ist gerade dazu gezwungen, ein bisschen seine eigene Basis zu kampieren, denn sobald es sich rauswagt, wurde von den Mutas beschossen. Man sieht, er wollte auch eine vierte Basis nehmen, aber das wird einfach nicht, solange die Mutas hier unterwegs sind. Und auch hier noch der Highground, die Mutas wollen den Fight ausnutzen, aber ja, es ist zu viel Defense da, Spore-Crawler sind da, Mutas kommt da nicht durch, wenn das hat wir hier nochmal den Overseer Scout über alles, damit der hier mal komplett die Basis abcheckt. Das war eben der letzte Overlord, der hier noch unterwegs war, der wurde jetzt zum Overseer, aber auch der wird hier nicht weit kommen, denn die Mutas jagen hinterher und klären das Ding. Und wir sehen, es kommt ein Lurker denn von Elaser. Natürlich, er braucht Antia, das heißt, er braucht Hydras sowieso und Lurker sind der nächste logische Schritt, die mega viel Damage auch in einem Roach-Kampf machen. Die Roaches fighten gegen Lurker nicht sonderlich gut, weil sie einfach zu viel Damage dran nehmen. Ja, wir sehen Creep-Clear-Aktion mit dem Overseer. Die Mutas einfach versuchen, nützlich zu sein. Gucken, gibt es eine vierte Basis? Nö, momentan noch keine da. Es sind viele Mutas hier auch in der Luft mit 17 Stück und eben +1 kommt noch mit dran. Also Elaser, er ist jetzt hier eingepfocht auf seinen drei Basen. Sensor nimmt eine vierte, geht selber auf mehr und mehr Roaches. Aber eben die Transition kommt bei Elaser. Irgendwann hat er genügend Army-Supply gesammelt, um gegen die Mutas kämpfen zu können. Um einfach aus der Basis rauspushen zu können. Er braucht jetzt einfach noch ein bisschen Zeit und muss aufpassen, dass er dabei eben nicht sonderlich viel Schaden kassiert. Economy-technisch ist nicht Sensor nicht so weit vorne. Er hat nur momentan eine einzige Drone mehr und er hat natürlich dann die vierte Basis, die da ganz schön sein wird. Und die Mutas fliegen in eine gefährliche Position tatsächlich. Versuchen ja, ja, Schaden zu machen, aber Problem ist, dass hier überall Queens sind und die Mutas merken, da sitzt und müssen fliehen. Werden da ordentlich von den Queens bestuckt. Ein Mutter ging jetzt hier auch down. Aber natürlich weiterhin Elaser beschäftigt halten. Wie man sieht, der ist auch jetzt übersaturiert an der dritten, weil er einfach eigentlich eine vierte Basis bräuchte, denn die Mainbase wird leer. Der Netzwerk geht jetzt auch nicht mehr so prickelnd gut. Somit eine vierte Basis wäre wünschenswert. Aber Elaser will eher fürs Erste noch ein bisschen mehr Defense aufbauen, mehr Hydras, bevor er sich die dritte Basis gönnen kann. Und er pumpt einfach direkt alles in Army Supply und schadet mit den Lurkern den einen dicken Push, mit dem er dann versucht, Sensor zu brechen. Der natürlich jetzt hier seine vierte online hat.
und ein paar Drones mehr aufs Feld geworfen hat und einen eigenen Hydra drin baut. Und jetzt haben wir tatsächlich an zwei Seiten die Aggression, einmal Road Ravager. Auf der rechten Seite, wenn das die Mutas hier oben immer noch suchen nach einer vierten Basis, sehen, da ist noch immer keine da. Ja, aber Lurkers sind ready. Und die Laser geht noch auf plus 2 und Hydra Speed. Also da kommen nochmal richtig schöne Upgrades, aber Sans hat momentan die viel, viel bessere Map Vision. Wenn die Lasers Vision gehen, die kommt jetzt hauptsächlich durch die Kryptomore, die er frisch gesetzt hat, aber ist halt so auf sein Gebiet eingepfercht. Hat jetzt nochmal hier einen Scout durchgebracht, aber auch der wurde gefunden und geklärt. Vierte Basis wird das Gas genommen. Also Sans schießt jetzt in die Economy weit nach oben, weil er eben diese vierte hat. Man sieht es auch mit seiner Roach Army im Supply ist es so ziemlich max. Der geht jetzt auch auf den eigenen Attack mit den Lurkern hier, geht auf einen Infestation Pit plus 2 Missile Attacks. Aber die Laser hat hier doch einen guten Fight vor sich mit eben seinen eigenen Lurker und dem plus 2, weil er wird da den Vorteil haben. Overslot Speed kommt da noch mit dazu hier für den Overseer, wenn das Nick Queens hier defenden mal wieder. Und die Army ist unterwegs, wurde jetzt hier gescoutet. Es sind eigentlich nur wenig Hydras in dieser Army. Das ist gefährlich, was die Laser hier vorhat. Er hat kaum Hydras in dieser Army. Die Mutas sind hier direkt da. Wenn die Hydras weg sind, dann ja, können sich die Mutas einfach komplett um die Army kümmern. Reichen die Hydras als DPS? Reichen vermutlich überhaupt nicht. Wir haben hier noch 8 Hydras auf dem Feld, aber die sind gerade nicht in diesen Fight mit eingebunden. Die Lurker müssen jetzt irgendwie diese Roaches loswerden, aber momentan kitet hier Sensor schön nach hinten und Fokus mit den Mutas die ganzen Lurker runter. Und es sind nicht mehr so viele Lurker übrig. Die Hydras kommen jetzt immer dazu, aber die Mutas kümmern sich direkt drum, haben natürlich auch ein plus 1 Attack Upgrade. Das heißt, die Hydras halten nicht so viel aus. Die Lasers Army wird hier einfach aufgerieben. Sensor hat viel zu viel. Die Lasers Engagement hat einfach zu wenig Hydras dabei. Er hat sofort die Anti-Air verloren und dann konnten die Mutas sich problemlos um Lurker kümmern, Schaden auf den Roaches machen. Und ab da hat das Laser einfach keinen Nutzen mehr, zumal er keine eigene vierte Basis hat. Das heißt, seine Economy ja, wird nur noch weniger und weniger ab diesem Zeitpunkt. Somit Ausgleich durch Sandstorm und wir haben die dritte Map. Lost and Found als Desiders Map. Wir haben wieder mal Hedgegast Pool, also keine der beiden für die frühe Aggression. Beide wollen hier lieber das erstmal mit einer zweiten Basis austragen. 14-14 kann man immer noch spielen in diesem Matchup, aber sind die beiden momentan nicht der Typ dazu. Mal gespannt. Bisher war ja Elaser derjenige, der lieber aggressiv gespielt hat. Sansor versucht einfach immer nur irgendwie zu seinen Mutas durchzukommen am Ende des Tages. Mal sehen, ob sich die Geschichte wiederholt. Ob wieder Elaser versucht, Frühdruck zu machen, Sansor zu brechen, Sansor Schaden zuzufügen. Oder ob es dieses Mal doch mal umgedreht ist und Sansor selber sagt, okay, ich push mal selber mit ein paar Einheiten rüber und guck, ob ich bei dir Schaden machen kann. Wir haben natürlich die Overlord Scouts. Und wir haben Doppel-Queen Speed Upgrade, also bisher alles noch gespiegelt. Aber die ersten Unterschiede waren sich jetzt dann so ziemlich ergeben. Wird hier ja, mit 2 und 3 Drones weiter gesammelt. Also die Laser sammelt hier weniger Gas, nicht viel. Also es macht nicht allzu viel Unterschied, wie man hier sieht. Es summiert sich natürlich über Zeit. Und ja, Sensor dritte Basis, Laser dritte Basis. Laser hier minimal schneller in dieser Basis und er geht auf ein Banning Nest. Aber auch sonst der gleiche Geschehen. Wir haben jetzt tatsächlich jetzt das volle Mirror-Matchup. Es ist ein bisschen von den Timings verschoben, eben wegen dem Gas-Income. Weil eben dann auch eine Drone natürlich mehr Minerals sammelt, beziehungsweise kommt davon, momentan hat hier Sensor die Drone auch mehr. Also bisher Sensor minimal vorne in die Economy. Allerdings dreht sich das jetzt natürlich hin und her die ganze Zeit, je nachdem, wie eben die Drones fertig werden. Aber an sich ist es eine komplett gespiegelte Situation. Und wir sehen jetzt hier die erste Link-Produktion natürlich. 4 Linge kommen wir nochmal mit ran. Es sind bereits 4 draußen hier bei Sensor, 2 bei Elaser momentan. Der baut auch nochmal ein Set mehr, morph den ersten Banning. Aber das ist alles, das ist keine 16 Link-Flut, also das ist nichts wirklich Tragisches momentan. Jetzt kommt tatsächlich mit Evolution Chamber mal ein neueres Gebäude, aber gleiche Geschichte. Das ist krass, wie sehr Müller-Matchup das jetzt hier ist in der dritten Map. Wir haben immer noch die 3 Drones hier im Gas und wir haben jetzt auch wieder 3 Drones hier im Gas. Wir sehen, Creepspread wird begonnen bei Elaser, um seine Basen zu verbinden. Gleiche Geschichte bei Sensor, also es ist wirklich das volle Mirror hier. Jetzt haben wir hier Mehrlinge. Mal sehen, zieht Sensor da auch mit? Nein, Sensor jetzt, da kommt der Unterschied. Da kommt der Leertag bei Sensor, da kommt das plus 1 Missile Attack bei Elaser und Sensor geht hier auf das Carapace Upgrade. Das heißt, er versucht vermutlich wieder Link Baning bis zu den Mutas zu spielen, währenddessen Elaser geht wieder Richtung Roaches mit den plus 1 Missile Attacks. Zumindest mal die Indikatoren mit den Upgrades, die sie hier nehmen. Und wir haben, ja, ein paar Linge hier. Elaser wieder mal der, der als erstes über die Karte rennt mit seinem Arm und versucht Druck zu machen. Also, es wiederholt sich. Wir haben hier wieder den komplett ähnlichen Spielstil. Beide sind da sicher genug in ihrer Art, wie sie spielen, um das hier einzufahren, dieses Best of 3. Da, der Banning war jetzt nicht sonderlich effizient, aber jetzt geht's weiter rein, da der Versuch hier die Drones zu snipen, aber Banning war dann schön gefokust von den Queens und da kann die Laser überhaupt nichts machen.
Aber er hat natürlich danach fleißig gedroned. Er geht auf den Roach One und Leertag. Das heißt, seine Roach Transition kommt, seine Economy ist gut und bei Sans der ähnliche Geschichte. Wirft auch nochmal einen ganzen Schwung an Drones mit hinterher. Und er hat jetzt hier sein Leertag fertig. Das heißt, Spire bei 200 Gas höchstwahrscheinlich. Wir haben hier Gas Nummer 3 und da kommt Gas Nummer 4. Hier wird nochmal ein Link geklärt und da kommt tatsächlich nochmal ein Roach One. Weil der ist, denke ich, eher für die Defense. Denn mit dem vierten Gas, fünftes Gas, sechstes Gas, da ist mega viel Gas im Kampf da. Das wird wieder auf den Spire gehen. Höchstwahrscheinlich. Also ihr könnt es mir schwer vorstellen, dass Sans mit so viel Gas kassieren nicht auf die Mutas geht. Ja, da kommt der Spire. Ansonsten macht das einfach keinen Sinn. Man braucht mit so dem Roach-Play braucht man nicht die vollen sechs Gas. Wir sehen es auch bei Laser, kommt jetzt hier erst das letzte Gas. Er war bis jetzt einfach auf seinen 5 unterwegs. Jetzt wird nochmal mehr genommen, denn jetzt kommt auch mehr Tech. Aber da eben Sanster hier schon das Gas nimmt, bevor er überhaupt den Roach One fertig hat, spricht einfach dafür, dass er eigentlich auf den Mutas möchte, weil er dafür einfach wesentlich mehr Gas braucht, da das Gasverhältnis bei den Mutas ja 1 zu 1 ist. Ein Muta kostet genauso viel Gas, wie Minerals kostet bei der Roach hingegen. Ist es, was sind es, 100 zu 25? 75 zu 25, das war's. 3 zu 1 im Verhältnis. Und hier Surround mit den Dingen auf die vierte Basis. Sie noch einiges an Schaden, aber es sollte defended werden. Gar kein Problem. Nächster Counter-Run bei auf der anderen Seite. Die versuchen Schaden an den Drones zu machen. Link ist aber da, Benny ist noch mit dabei. Da wird die Laser nicht so viel Schaden hinkriegen. Er hat auch momentan weniger Drones als den Gegner. Sensed ist auf 62, Elaser auf 58. Elaser natürlich sammelt jetzt fröhlich Army Supply mit den Roaches und versucht jetzt hier bei Ninja zu machen. Die Linge von Sensed sind bereits da. Das ist eine sehr eklige Position hier gerade für Elaser. Diesen Fight möchte er eigentlich nicht nehmen, aber die Roaches kommen natürlich hier nicht mehr wirklich weg. Die Ravager werden auch nicht fertig werden, werden gefokust, zumindest der eine. Der andere kommt tatsächlich durch. Überraschenderweise geht beinahe noch am Baning down. Und ja, jetzt natürlich. Sensor zieht sie zurück, weil er weiß, er hat die Mutas unterwegs. Sobald die Mutas da sind, kann er das hier defenden. Ist die Frage, wie viel Schaden macht Elaser, bis eben die Mutas, die rettenden Mutas, hier sind 13 werden gerade gebaut. Erster Baning wird schön rausgefokust hier von den Roaches. Auf der Seite der Baning schön rausgefokust. Und die Roaches, ja, prügeln sie einfach durch die Linge. Die Linge können sie hier überhaupt nicht wehren, müssen auf die Mutas warten. Aber die Roaches splitten sich jetzt hier einmal in die Natural, einmal in die dritte. Und jetzt soll so viel Schaden wie nur irgendwie möglich passieren. An der dritten Basis entbrennt der Fight. Die Linge versuchen irgendwie zu verteidigen. Mutas spawnen hier mit raus. Es kommen mehr und mehr Mutas jetzt hier aufs Feld. Die Mutas sind so ziemlich alle da, aber der Schaden natürlich wird jetzt hier getan. Die Drones gehen down, es sind nur noch 40 übrig. Mainbase geht als nächstes drauf. Dritte Basis wird hier überrannt. Die Mutas können einfach nicht genügend und schnell genug verteidigen. Die Banning rennt jetzt hier nur mit rein, um noch mehr Drones rauszunehmen. Der Worker kommt runter auf 16, runter auf 11. Die Mutas sind zwar noch da, aber das nutzt nichts, wenn die Economy komplett in Bruchteil nur noch vorhanden ist. Die letzten 16 Worker, die noch übrig sind. Und die Roaches machen ja noch immer weiter. Das Banning ist mega low. Nexus Reinforcement. Lingen kommt. Die vierte Basis wird surrounded. Die dritte Basis wird surrounded. Die Roaches lenken währenddessen noch immer die Mutas ab. Elaser flieht jetzt zwar auch einiges an Roaches, aber er hat Sansa viel, viel mehr Damage zugefügt. 8 Worker sind gerade mal noch übrig. Die dritte Basis wurde jetzt hier gefressen von den Lingen. Die vierte Basis ist ja auch ist schwer, sehr schwer beschädigt. Und es geht wieder rein mit den Lingen auf die ganzen Drones. Die letzten paar, die noch da sind. Und Sansa, auch wenn er das jetzt hier irgendwie mit den Mutas nochmal defenden kann, er hat einfach nichts mehr zu Hause übrig an die Konvi. Wenn wir in den Inkampfgraf schauen, der sieht dermaßen brachial einseitig aus. Da tut sich einfach nichts mehr. Sobald die Laser einfach noch ein paar Minuten Zeit zur Verfügung hat, kann er Sansa easy überrollen. Man sieht jetzt bereits mehr als doppeltes Supply. Sansa hat da nicht wirklich viel übrig. Er hat jetzt hier drüben nochmal gerade Linge reingebracht, versucht Konterschaden zu machen, aber 63 zu 7 Worker, das ist so ziemlich durch. Wenn jetzt Elaser nicht komplett gegen die Mutas verkackt, dann hat er das Ding auf jeden Fall gewonnen und er hat die Queens da, er hat die ersten Spore-Kolle da. Es waren 6 weitere Spore-Kolle gebaut. Die Mutas geben hier nochmal alles, versuchen hier durchzubrechen. Wir haben 14 Mutas, 7 Queens, aber Sansa sieht ein, er kann diesen Fight nicht gut genug gewinnen. Er kann zwar die Queens-Mutti noch irgendwie schlagen, aber dann hat er kaum noch Mutas übrig, um irgendwelchen Damage zu machen. Und dann hat er einfach gar nichts mehr. Die Mutas sind das Einzige, was er gerade noch hat, auf das er sich verlassen kann. Und die werden gerade Stück für Stück dezimiert von den Queens. Damit dieses Best of 3 geht zu Ende mit einem 2 zu 1 für Elaser, der ja jedes Mal derjenige ist, der am Pushen ist. Sensor eigentlich wirklich, es hat sich so alle drei Spiele durchgezogen. Sensor versucht einfach auf seine Mutas zu kommen. Und es war eben der Fall, kann Elaser den Damage machen, den er braucht, bevor die Mutas da sind, damit sich das lohnt. Und er danach die Transition angehen kann oder eben kann Sansa mit den Mutas dann genügend anrichten, schnell genug klären, damit er die Kontrolle über das Spiel übernehmen kann. Und ja, zweimal war es jetzt eben so. Und ich finde eigentlich auch in der zweiten Map hätte Elaser Chancen gehabt, sich das Ding zu sichern. Er war einfach ein bisschen zu schnell unterwegs mit zu wenig Hydras in seiner Army-Komposition. Und die Hydras sind dann einfach gegen die Mutas weggestorben und ab da war die Army halt einfach hinüber. Das lief ein bisschen unglücklich für Elaser. Somit 2 zu 1. Schönes ZVZ. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao.